Hallo, heute gibt es mal wieder ein GTA Online Outfit. Und zwar diesmal aus einem anderen Spiel, nämlich aus Fallout New Vegas. Um genau zu sein, das NCR Ranger Veteranen Outfit. Um das Outfit zu erstellen, braucht ihr zunächst einmal aus der Kategorie Raubüberfall Overalls einen der Chemie-Schutzanzüge mit der dazu passenden Gasmaske. Die brauchen wir später noch für einen Glitch, dazu sage ich dann gleich noch etwas. Erstmal erstellen wir jetzt den Rest des Outfits. Als unterste Ebene der Körperbekleidung ein anthrazitgraues bzw. schwarzes T-Shirt und darüber dann den schwarzen Wollmantel aus der Überzieherkategorie. Um den Riot Gear Ausrüstungslook vom NCR Ranger Veteran richtig hinzukriegen, muss dann da noch eine Panzerung drunter. Dafür stellt ihr einfach ein, dass die Standardpanzerung, also die schwarze, angezeigt wird. Die zieht ihr dann unter den Mantel an, ungefähr so wie ihr es jetzt hier seht. Dazu dann noch ganz normale schwarze Handschuhe und dann können wir uns auch schon den Beinen widmen. Genau genommen trägt der NCR Ranger in Fallout zwar eine Art dunkle ausgewaschene Jeans, aber dazu würden die Schuhe nicht passen und demnach habe ich mich entschlossen, hier aus der Raubüberfall-Beinkategorie die ganz normalen schwarzen zu nehmen und dazu dann aus der Stiefelkategorie bei den Schuhen die schwarzen Fliegerstiefel. Das passt dann doch eher zum Look, vor allem da wir das Outfit sowieso komplett schwarz machen. Demnach auch noch den schwarzen kugelsicheren Helm dazu und dann fehlt euch nur noch die Gasmaske. Wie dieser Glitch für diese Gasmaske funktioniert, habe ich schon in meinem Epoch-Gasmask-Video gezeigt. 1 zu 1 genauso, demnach verlinke ich das einfach in der Beschreibung für all jene, die es noch nicht kennen. Dieser Dinosaurier dort im Hintergrund ist übrigens auch in Fallout New Vegas findbar. Da dachte ich mir, das wäre doch eine coole Location, um das Outfit nochmal komplett zu zeigen. Ein Referenzbild für den NCR Ranger Veteran mache ich übrigens auch noch in die Videobeschreibung. Wiedererkennbar ist dieses Outfit generell für Fallout-Fans auf jeden Fall, aber auch davon abgesehen finde ich, setzt es sich ziemlich gut von anderen militärischen GTA Online-Outfits ab, weil der Mantel dem Ganzen nochmal einen sehr eigenen Akzent gibt. So gesehen auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Wenn das Outfit überhaupt einen Nachteil hat, dann ist es vermutlich, dass es in GTA Online keinen Revolver gibt, um das Ganze zu komplettieren. Warum es keinen Revolver gibt, weiß vermutlich auch nur Rockstar, denn viele Leute sagen, dass sie gerne einen hätten und ich muss jetzt auch mal wieder feststellen, dass es wirklich gut wäre, wenn es einen gäbe. Farblich kann man wenigstens mit der AP-Pistole mit der Luxustarnung in etwa das Aussehen von dem Revolver der NCR Ranger Veteranen kopieren. Und wenn man ein schweres Scharfschützengewehr oder eine Minigun benutzt, hat man auch in etwa das vergleichbare Arsenal. Von daher ist das Outfit sogar für Roleplay-Zeug geeignet, wenn man denn darauf Bock hat. Ich wünschte, ich hätte etwas interessanteres Gameplay im Hintergrund mit dem Outfit gehabt, aber leider bin ich heute in die Assi-Lobby gekommen, weil ich zu viele Fahrzeuge gesprengt habe und demnach musste ich das nehmen, was ich davon noch so rumfliegen hatte. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem.